Ja, schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lerners TT-Bahn und seiner fröhlichen Bastelstunde Spur TT. Ja, Eilmeldung zu Eilmeldung, von der Eilmeldung zu Einmeldung. Also, der Euphorie weicht ja oftmals die pure Ernüchterung. Und das scheint so zu sein. Also, laut Kommentaren und auch Rücksprache mit Gunther und Gunther hat auch wieder Rücksprache mit anderen gehalten und so weiter und so fort. Ist die Ernüchterung wohl größer als die Euphorie. Also ich habe, schäme mich schon fast dafür zu sagen, dass es so ist, wohl Glück mit meiner Lok. Einzigste, was ich jetzt festgestellt habe, ich habe es heute früh mal aufgemacht, die Getriebe waren furztrocken, da war gar nichts geschmiert. Ansonsten, Geräusch, kulissentechnisch, es ist ein Fahrgeräusch da. Man hört die Getriebe summen, aber nicht übermäßig. Also ist jetzt nicht so extrem wie bei der T679. Da ist es bedeutend schlimmer. Ja, aber da habe ich jetzt schon so viel dran umgebaut, die kann ich jetzt leider nicht mehr zurückschicken. Egal. Ja, also wie gesagt, vielfältige Kommentare und bei Leuten teilweise nur in eine Richtung, wo es Geräusche gibt, andere Leute beide Richtungen und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, die Ernüchterung scheint relativ groß zu sein. Ich habe Glück mit meiner Lok. Ich denke, hoffe, bin ich der Einzige, der damit Glück hat. Den Quantensprung behalte ich trotzdem bei, weil die Grundideen, die sie jetzt umgesetzt haben, mit der Verkabelung von Drehgestellen und Motor, was ja vorher nicht war, und das Rausführen von GND und Plus und so weiter und so fort. Also, da hat sich schon einiges getan und die Grundidee ist goldrichtig. Wirklich ganz feine Sache. Wie gesagt, meine Lok läuft auch sehr gut. Wo es Probleme gibt, ist im Analogbereich. Da habe ich auch schon mit Alf drüber gesprochen. Wenn man analog den Regler aufdreht, muss er ziemlich weit aufdrehen, bis er losfährt und dann fährt es relativ ruckhaft los. Also eigentlich fast im Satz. Mit Anhalten ist es ähnlich. Ich habe jetzt einen ESU Lok Sound 5 drin, Mikro. Mit denen kommt es gut hin. Also ich kann recht gut anfahren. Da muss ich noch ein bisschen was einstellen, aber das liegt am Decoder, Abstimmung auf dem Motor. Anhalten tut so gut und in den hohen Geschwindigkeiten oder mittleren Geschwindigkeiten fährt es einwandfrei. Also habe ich überhaupt keine Probleme. Ich kann auch ruhig anfahren. Ja, ein ganz kleines Ruckeln ist noch da, aber das muss ich halt noch ein bisschen nachstellen, bearbeiten. Ansonsten kann ich mich für meine Lok nur entschuldigen, dass es so gut läuft, muss ich jetzt mal so sagen. Bin wohl einer der wenigen. Und ich hoffe, dass allen Leuten da geholfen werden kann, irgendwie, wenn sie einschicken, dass die wirklich gut repariert werden, dass die Ordnung zurückkommen oder ihr euer Geld zurückkriegt oder wie auch immer. Oder die Lok umgetauscht wird und die umgetauschte Lok dann läuft. Und wie gesagt, ich hoffe, dass bei der 110er, das ist ja vom Prinzip her dasselbe, nur ein anderes Gehäuse, dass bei der 110er trotzdem besser aussieht, dass sie da vielleicht noch eine Nachkorrektur irgendwo irgendwie was gemacht haben. Ich kann es mir auch nur so erklären, wie es mir Gunter oder wie ich mich mit Gunter drüber unterhalten habe, was Gunter seine Meinung ist. Und das könnte es auch wirklich sein, dass einfach die Toleranzen zu groß sind im Getriebeaufbau, also für die Zahnräder die Toleranzen zu groß sind. Und wenn da mal eins, was weiß ich, so und so viel Hundertstel breiter ist, dann schleift das irgendwo, da ratscht irgendwo und ja, alles nicht so einfach. Also, ich wünsche euch viel Glück mit euren Loks und hoffe, dass da alles in die richtigen Bahnen läuft. Wie gesagt, das ist jetzt mal eine Einmeldung zur Einmeldung, kurzes Zwischenvideo. Wir sehen uns wieder, wenn mein Schmankel kommt. Und das kommt morgen oder übermorgen. Also bis dann. Ciao.